Grüß euch. Willkommen auf meinem neuen Format, die kleine Garage. Die kleine Garage wird jetzt öfters hier auf dem Kanal kommen. Es ist so, dass ich unbedingt mehr Informationen transportieren wollte. Die Anfragen, wo sie immer gekommen sind über die Videos, die keinen Text gehabt haben, wenig Beschreibung, haben sie gehäuft. Und jetzt habe ich mir gedacht, es ist vielleicht einfacher, wenn ich mal Videos mache, die nicht nur Bilder zeigen, sondern auch tatsächlich Informationen liefern. Daher jetzt das neue Label und das neue Video, was gleich im Anschluss laufen wird, handelt natürlich über diesen Transalp-Umbau, den ich schon länger in Arbeit habe. Denn er wird nie enden. Es gibt immer wieder was Neues zu tun. Es freut mich ganz besonders, dass der so großen Anklang findet, dieser Umbau, und dass so viele Fragen sind. Jetzt ist es aber so, ich mache nicht jeden Tag so ein Video und das ist das erste dieser Art. Daher fehlen auch einige Sachen im Video. Zum Beispiel habe ich vergessen zu sagen, dass das Windschild von einer Tenere ist. Ich habe vergessen zu sagen, dass der komplette Umbau typisiert worden ist. Teilweise in Deutschland, teilweise in Österreich. Oder besser gesagt, zuerst in Deutschland, dann in Österreich. Und ein paar Versprecher sind drinnen. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Bei mir ist es sehr eng. Ich kann keine Lichter aufbauen. Wir machen das ganz so, wie es in Wirklichkeit ist. So einfach wie möglich, so pur wie möglich. Das ist das Beste, finde ich. Also, enjoy the show. Freut euch auf das Video. Es ist länger geworden, als ich eigentlich geplant habe. Bitte durchhalten. Also viel Spaß. Macht es gut. Es ist eine Transalp 600 PD06, 1994 Baujahr, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das Einzige, was noch an Verkleidung original ist, sind die Seitenteile. Ich würde sagen, wir fangen vorne mit der Front an. Man sieht es gleich, die Gabel ist nicht die Originalgabel. Wir haben da eine Gabel von einer Africa Twin, von einer RD04. Und die RD04 Gabel hat zwei Scheibenbremsen, serienmäßig drauf. Das habe ich mit übernommen. Ich habe das nicht schlecht gefunden. Man kann natürlich sagen, gewichtsmäßig wäre eine besser, dafür größere. Man kann nicht nur die Gabel übernehmen, man braucht auch die Original-Bremspumpe dazu. Die von der Transalp ist nicht ausreichend für die Doppelscheibenbremse. Was sieht man nur an der Gabel? Die Gabel ist dicker, hat dadurch mehr Stabilität. Und zwar merklich, also man merkt es wirklich. Super gut, ich finde das ganz toll. Genau, man sieht das ganz gut. Ich habe eben da Zusatzscheinwerfer drauf. Diese Zusatzscheinwerfer sind sehr günstige, aus dem Internet gekauft. Und mit denen bin ich super zufrieden. Die haben eine richtig tolle Lichtleistung. Ja, was soll ich sagen, leider, aber da sind sie sehr schwer. Also ich würde diese Scheinwerfer als Zusatzscheinwerfer nicht mehr kaufen, obwohl sie wirklich geil ausschauen. Also ich mag die wirklich gern. Der Kotflügel ist ein Acerbis-Kotflügel, ein super Motorkotflügel. Ist ein bisschen eine Spielerei, sowas montieren, aber jeder, der ein bisschen schrauben kann, schafft es ohne weiteres. Die Seitenteile sind aus Aluminium gebogen. Das ist wirklich sehr einfach. Jeder, der sich da nicht drüber traut, sollte das bitte trotzdem probieren. Es ist nichts dabei. Ich habe mir das aus Karton ausgeschnitten vorher, ein bisschen eine Formsuchung gehabt und dann bei der Werkbank mit einem Holzbrett drüber gebogen, zack, zack, einmal so, die Form hat gepasst. Und der zweite ist schöner geworden, weil das war der erste. Es ist wirklich nichts dabei gewesen. 2,5 mm Aluminium reicht vollkommen, fest und vibrationsfrei. Dann gehen wir weiter zum Motor, der Motorschutz. Der Motorschutz ist aus einem 4 mm Aluminium gemacht worden. Den habe ich selbst gebogen und geschnitten, aber ich habe ihn nicht geschweißt, weil ich einfach keinen Aluschweißer habe. Ich habe zu wenig Platz für solche großen Geräte. Ja, wenn man jetzt weiter zurückgeht, auf der Rückseite haben wir die Schwinge. Die Schwinge ist von einer RD04 Africa Twin. Man sieht es schön, die ist aus Aluminium, schaut super aus, hat eine tolle Qualität, ist nicht schwer, ist um fast 4 cm länger, hat dadurch hervorragende Eigenschaften im Gelände,
Bei engeren Kehren merkt man die Schwinge, dass es sich nicht mehr so leicht drehen lässt, das Motorrad. Aber ansonsten wäre mir kein Nachteil aufgefallen damit. Natürlich brauche ich, wenn ich eine Gabel und eine Schwinge habe von einer RD04, auch die Bereifung von einer RD04. Leider sind diese Teile wirklich schwer zu bekommen mittlerweile und richtig teuer. Also diese Felgenringe oder die Felgen komplett könnte billiger sein. Die Sitzbank ist eine Mono-Sitzbank, das Motorrad ist auch auf Mono-Sitzbank umtypisiert worden. Es ist sowieso zu schwach, meiner Meinung nach, dass man zu zweit damit fährt. Daher eben eine größere Gabelbrücke, wo ich auch einen Jiwi-Koffer festmachen kann. Ich habe mir da so Befestigungen dazu besorgt. Das funktioniert wunderbar und ich kann sogar noch eine Rolle dazugeben, obwohl der Koffer drauf ist. Was man auch sieht, es ist ein Trägersystem hier. Da kommen wir dann später nochmal dazu, da mache ich dann nochmal vielleicht ein eigenes Video, wie ich dieses Trägersystem modifiziert habe, um die Taschen zu montieren, weil ich nehme nur mehr Softbags, ausnahmslos. Was man auch sieht, die Front und das Windschild, die Maske ist komplett selbst gemacht, Lichtmaske. Ich sage immer, wie ein Rally Tower, weil es ja auch kein echter Rally Tower ist. Aber es hat ein bisschen eine wildere Optik, es hat eine tolle Lichtausbeute, es sind Lichtstrahler von Heller drinnen, die auch genehmigt sind fürs Zweirad und die haben ein sehr gutes Licht, also da habe ich keine Probleme mehr, wenn ich da mal unterwegs bin in Albanien, irgendwo auf einer finsteren Straße. Lenker ist der Originallenker und ich bin mit dem sehr zufrieden, aber ich habe das doch von der Ergonomie stark modifizieren müssen, das Motorrad, weil ich einfach zu groß bin. Also es ist mir eigentlich immer ein kleines Stückchen zu klein. Daher eben auch die tiefer gelegten Fußrasten. Diese Fußrasten sind von Bärenfalle. Haben wir ein bisschen eine Lieferzeit gehabt damals. Ich glaube, ich habe es zur Corona-Zeit gekauft. Mit dem bin ich super zufrieden. Einwandfreie Dinge. Sehr gut zum Stehen drauf. So, ich bin jetzt so plötzlich auf die Fußrasten gekommen, genau wegen der Ergonomie. Vorne am Lenker ist auch einiges gemacht worden. Ich habe mehrere Lenkererhöhungen ausprobiert und ich habe immer das Problem gehabt, dass ich, wenn ich stehend gefahren bin, einfach keine Kraft in die Füße bekommen habe. Es ist so ein schlechter Winkel gewesen beim Stehen. Und ich habe jetzt die Fußraster eben runtergesetzt und habe mir einen Riser eingebaut, wo der Lenker ein bisschen mehr nach vorne gesetzt wird. Dadurch ist der Winkel beim Sitzen, beim Stehen besser. Ich kann da jetzt nicht aufstehen, weil in meiner riesigen Garage ist das ja nicht möglich. Vielleicht noch mal zum Heck zurück, das ist auch wichtig. Das Heck, diese Platte, ist eine Aluminiumplatte, das ist relativ dick mit 4 mm, weil es sehr viel zur Stabilität des Motorrades beiträgt, weil ja der ganze Rahmen hinten da zusammengeführt wird. Das ist Eigenbau. Und das Heck wurde erst vor kurzem nur mal umgebaut, weil es zu wenig Stabilität im hinteren Bereich gehabt hat. Da ist mir auch eine Schulter draufgeschweißt worden. Und die Gepäcksbrücke ist von Touratec, von einer BMW. Das sind jetzt einmal alle Teile, was man sieht auf dieser Seite. Beim Lenker, ja, Heizgriffe, was man jetzt so hat. Und diese Enduro-Spiegeln finde ich sehr nützlich, vor allem wenn man das Fahrzeug vielleicht einmal wo einladen will. Oder nicht gleich einen kaputten Spiegel, wenn man einen Stern reißt. Da sind wir mit dieser Seite eigentlich schon fertig. Vielleicht auch noch ist ein Hebel gemacht worden. Es ist einfach eine Hilfe, um das Motorrad auf den Hauptständer zu bringen. Ich bin ein totaler Fan vom Hauptständer und habe ein bisschen Probleme mit meinem Rückgrat. Und da bin ich ganz froh, dass ich einen Hebel habe, der mir quasi mit fast gestrecktem Rückgrat erlaubt, dieses Motorrad auf den Ständer zu heben. Funktioniert hervorragend und kostet gar nichts, weil es einfach nur ein Stickerl Flacheisen ist, das was da hingebogen worden ist. Und jetzt schauen wir uns nur die andere Seite an. Was eben auf dieser Seite ganz klar, der Auspuff. Der Auspuff ist GPA. Ich habe vorhin einen anderen drauf gehabt, gleiche Marke, aber ein älteres Modell. Dieses ältere Modell hat meiner Meinung nach eindeutig im unteren Bereich und in einem Drehmoment gezerrt. Wie schon erwähnt, habe ich so eine zweite Transalp gebaut und da haben wir diesen Auspuff verbaut in Kombination mit einem K&N Luftfilter. Das hat eindeutig bessere Ergebnisse gehabt. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, dass diese Auspuffanlagen von GPR innen
alle gleich sind. Aber anscheinend gibt es doch Unterschiede in Resonanz und Volumen. Ja, dadurch, also der ist etwas besser. Was man auch noch sieht beim Fußraster, bei diesem Bärenfalle-Fußraster, dass der auch recht weit rausgeht. Und das hat den Effekt, dass der Bremshebel nicht mehr so sicher zu erreichen ist. Darum habe ich den Bremshebel erweitern müssen. Da habe ich einfach ein Stück Knieruster angeschwast. Das war das Wenigste. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ob wir auch nichts vergessen haben. Prinzipiell möchte ich nur kurz sagen, der Umbau hat einen Winter gedauert. Länger nicht. Ist gleich mal fertig. Aber bis er perfektioniert war, der Umbau, das hat sicher 3 Jahre gedauert. Immer wieder was geändert und noch besser gemacht. So, das war's von meiner Seite her. Was ist noch zu sagen? Ja doch, vielleicht ganz wichtig, dieses Motorrad ist was Besonderes, weil dieses Motorrad hat mir am meisten Spaß gemacht von allen Motorrädern, die ich bis jetzt hatte. Und das sind ein paar gewesen und die waren beileibe nicht so alt, viel moderner, schwerer, mehr PS, mehr Hubraum. Es macht einfach Spaß, am Abend zu schrauben, eine Nachtschicht einzulegen. In der Werkstatt ist viel lustiger als vom Fernseher. Das steht einmal fest. Also, wenn euch das Video gefallen hat, nein, ich habe es vergessen. Das Fahrwerk, wir müssen nur kurz über das Fahrwerk sprechen. Und zwar, ich habe vorne in der Gabel Wilbersfedern drinnen und hinten ist aber ein Üs-Federbein. Das war gar nicht so schlecht, bis ich einen Vergleich hatte. Wie gesagt, wir haben so eine noch einmal gebaut und da haben wir ein Wilbersfederbein eingebaut. Und das ist so krass, dieser Unterschied, dass ich dazu ein eigenes Video machen werde. Ganz wichtig. Also das mache ich sicher. Also, auf dieses Video könnt ihr euch freuen, das ist höchstwahrscheinlich das nächste. Alles Gute, viel Spaß beim Schrauben aus der kleinen Werkstatt. Tschüss.